Ich habe mich also mit OpenStreetMap-Daten im QGIS beschäftigt und ich bin jetzt seit fast 10 Jahren in der Verwaltung tätig und ich muss dort feststellen, dass OSM wird nur sehr zurückhaltend verwendet. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Und jetzt vor ein paar Tagen, deswegen bringe ich das mit, habe ich das Weiterbildungsprogramm, also der Sächsischen Verwaltungsakademie, das ist die Institution, die die Verwaltung entschult, habe ich das Programm durchgeschaut und bin über so einen Stopper, an so einem Stopper hängen geblieben, neu 2017, also OpenStreetMap in ArcGIS. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden befähigt, OSM-Daten in ArcGIS anzuwenden. Also ich bin da frohen Mutes, dass wir in den nächsten Jahren dann auch im Verwaltungskontext mehr von OpenStreetMap hören können. Zur Einführung habe ich... Okay. Zur Einführung habe ich zwei Karten mitgebracht. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Planungspraxis, weil ich einfach zeigen wollte, dass das Zusammenspiel von Overlay und Hintergrundkarte einfach ganz wesentlich ist, dahingehend, wie gut oder schlecht man eben eine Karte lesen kann. Und es ist momentan einfach noch so, dass das Mittel der Wahl ist meistens im behördlichen Kontext die DTK, also die digitale topografische Karte. Und wenn man mehrere Overlays hat, die sich auch noch übereinander legen, da muss man dann die Frage stellen, ja, was muss eine Hintergrundkarte leisten können? Müssen wirklich alle Signaturen, Schriften und so weiter, muss das alles quasi immer mitgeschleppt werden? Ich bin auch sportlich aktiv und habe mich in dem Zusammenhang so mit Streckenkarten von Läufen beschäftigt. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, wie diese Streckenkarten häufig aussehen. Da wird also einfach eine topografische Karte oder ein Stadtplan oder irgendwas wird genommen und dann werden dort einfach die Strecken eingemalt und fertig. Also ist natürlich die Frage zu stellen, ist das wirklich gut gelöst? Man kann die Strecke erkennen, okay, man hat sich irgendwie beholfen, aber richtig zielführend ist es aus meiner Sicht nicht, weil es geht die Wettkampf Infrastruktur jetzt, wo ist Start, wo kann man parken und so weiter, geht hier gar nicht hervor. Ich hatte dann die Möglichkeit, in Bautzen für den Cross-Duathlon eine Streckenkarte zu erstellen. Da war von Beginn an klar, dort muss die Wettkampfinfrastruktur drauf, Parkplätze, Zuschauerbereiche fürs Orga-Team, die müssen wissen, wo muss ich absperren, wo muss ich Streckenposten hinstellen. Also das Overlay war von Beginn an nie das Thema, weil da bin ich einfach rausgegangen, habe mit dem GPS getrackt, schön eingelesen in QGIS, konnte das dann auch individuell bearbeiten. Wichtig beim Overlay war von Anfang an, das soll sich vom Hintergrund, also von der Basemap einfach möglichst gut abheben, weil das soll im Vordergrund stehen. Also was machen wir dann mit dem Hintergrund, den wir nun mal brauchen, um uns auch zu orientieren auf dieser Streckenkarte? Der sollte dann vereinfacht die Landnutzung enthalten, die wesentlichen Gebäude und die Spree. Und vor allen Dingen sollte die Gesamtkarte aufgeräumt, übersichtlich und ansprechend aussehen. Wobei es soll eine Streckenkarte sein und kein kartenästhetisches Kunstwerk. Also die Frage ist Overlay-Thema, was machen wir mit der Hintergrundkarte? Und da bin ich halt losgegangen und habe verschiedene Dinge getestet. Also zuallererst die digitale topografische Karte 1:10.000. Hier ist, denke ich, schon recht gut sichtbar, wo die Reise hingehen kann, weil bei dieser DTK, was ja an und für sich eine schöne ästhetische Karte ist, keine Frage, aber bringe ich dort mein Overlay drauf, dann ist davon eigentlich nicht viel zu sehen. Das andere ist, ich kann ja diese Rasterkarte überhaupt nicht editieren. Also ich kann sie als Graustufen jetzt dann noch abbilden oder ich kann eine Ebene mit ausklammern, aber mehr geht nie. Und dieser Basis-DLM-Vektordatensatz, da ist es wiederum so, da habe ich dann alles komplett, da habe ich jedes Einzelgebäude, ist also viel zu viel Information, um jetzt einzeln herauszufiltern, was notwendig ist. Und dann ist es in Sachsen immer noch so, das würde eben auch Geld kosten. Dieser Basis-DLM-Satz ist wesentlich teurer als die digitale topografische Karte. Also habe ich dann in QGIS, das würde ich jedem empfehlen, es gibt da dieses Plugin Quick Map Service mit mittlerweile sehr vielen einfachen Basiskarten, eine davon OSM.
hier im Mapnik-Stil und da so hätte sie ja eigentlich, so wäre sie eigentlich schon fast fertig, die Streckenkarte, aber ich dachte dann, jetzt kann man doch noch die Farben anpassen, damit das Overlay-Thema noch besser hervortritt und einfach ein bisschen schöner machen, die Karte. Also es ist dann klar geworden, der Hintergrund, dort wird die OSM-Datenbank angezapft werden müssen. Und dann habe ich geschaut, was gibt's da für Wege. Da haben wir den Geofabrik-Server, ist eine sehr tolle Sache, regionalisierte Datensätze, downloadbar allerdings nur bis auf die Ebene der Bundesländer herunter. Ich habe 1,6 Quadratkilometer Kartengebietes, also der Datensatz wäre viel zu groß für mich, aber für andere Projektzwecke durchaus geeignet. Bei QGIS muss man ja unterscheiden zwischen Kern-Plugins und externen Plugins. Also Kern-Plugin ist diese QGIS-integrierte Download-Funktion. Hier ist es so, dass da einfach zu viele Zwischenschritte notwendig sind, bis ich dann am Ziel bin, dass die Datensätze bearbeitbar in QGIS vorliegen. Also ich muss die Topologie importieren, exportieren, verschiedene Masken und so weiter. War mir einfach zu aufwendig. Bin ich weitergegangen, wenn ihr eine bestimmte Lösung sucht, irgendein Plugin dazu, dann geht man in das QGIS Plugin Repository und dort kann man Suchbegriffe eingeben. Bei OpenStreetMap haben wir da 14 Ergebnisse. Und man hat zugleich eine schöne Übersicht, weil man die Downloadzahl und die Bewertung da sehen kann, die Version und so weiter. Ist eine sehr schöne übersichtliche Sache. Ich habe mich dann auf OSM Downloader und Quick OSM gestürzt und habe das dann mal alles durchgespielt. Beim OSM-Downloader ist es so, wir haben eine einfache Auswahlmöglichkeit. Man zieht also im QGIS-Hauptfenster einfach so ein Rechteck auf und dann ratzfatz sind die Daten aus der OSM-Datenbank extrahiert. Es hat den Nachteil, dass es nicht bei diesem Rechteck bleibt, sondern deswegen habe ich hier mal herausgezoomt, sondern bei bestimmten Objekten habe ich einfach sage ich jetzt mal aus ganz Ostdeutschland die Flussverläufe und so weiter beispielsweise. Einschränkend ist, dass ich bei diesem Plugin keine Selektion vornehmen kann nach Keys und Values. Es ist also eine recht globale Abfrage. Dazu kommt, es wird in der Attributtabelle mit ausgegeben, die schwer abfragbar ist. Hier zum Beispiel für die Lines. Ich habe also wirklich nur zwei Spalten. OSM-ID und Other Tags. Und die müsste ich eigentlich abfragen, die Spalte, wenn ich jetzt zum Beispiel nur die von den Highways nur die Wege haben möchte und so weiter. Das ist also hier nicht praktikabel. Aber da habe ich mir Quick OSM vorgenommen. Hier gibt es dann so ein Abfragefenster dazu. Hier kann ich schon vorab eine Selektion vornehmen über die Keys und die Values. Ich kann die Ausdehnung der Kartenebene einstellen oder ich sage gleich, im Umgriff von dem Layer soll die Abfrage erfolgen. Dann kann ich hier noch ein Layer auswählen. Dann kann ich Häkchen setzen bei den OSM Primitives. Insgesamt ist bei dieser Methode etwas User Experience erforderlich, weil doch mal schnell ein Häkchen nicht gesetzt ist oder man übersieht, dass man hier noch einen Verzeichnispfad eingeben muss, dann landet das Ganze nämlich im Temp-Verzeichnis. Wenn man also ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hat, ist das schon eine gute Sache, aber führte für meine Zwecke auch noch nie abschließend zum Erfolg. Ich bin also weitergegangen und bin dann auf Overpass Turbo gestoßen und ich habe wirklich auch in der Reihenfolge getestet, also das jetzt nie für den Vortrag nur so gemacht, sondern das war die Reihenfolge und bei Overpass Turbo ist mir sofort aufgefallen, wow, hier sehe ich ja eigentlich sofort, was ich abfrage, einfach durch das Nebeneinander von Abfrage und Kartenbild, also Syntax und Karte quasi in einem Fenster. Das erleichtert die Arbeit unheimlich, weil ich muss dann nicht nochmal im QGIS mir die Datensätze reinholen und nochmal durchprüfen und nochmal anschauen, alles klein, klein, sondern hier habe ich so einen Abfrageassistenten, den Wizard, und dort gebe ich das ein und dann habe ich verschiedene Exportmöglichkeiten. Also es ist von der Benutzerfreundlichkeit sehr gelungen.
Der Wizard ist eine große Hilfe und ich habe zu allen einzelnen Funktionen immer auch erklärt, die Dinge recht kurz und prägnant, aber verständlich erklärt. Wenn es überhaupt was gibt, was ich festgestellt habe, mir würde es einfacher fallen, wenn es eben komplett auf Englisch wäre, weil natürlich bei den Abfragen der OSM-Datenbank arbeitet man in Englisch und dann immer hin und her zu schalten zwischen Deutsch und Englisch ist einfach noch, wäre vom Workflow her wäre es noch besser, wenn es auf Englisch wäre, ist aber sicher Geschmackssache. Hilfreich bei dem bei dieser Webanwendung ist der TagFinder und TagInfo beziehungsweise das OSM Wiki Map Features, weil dort gebe ich einfach jetzt beispielsweise Highway ein oder Land Use und ich kann mich einfach sehr gut belesen und informieren, was dann alles dazu passt und was zusammengehört. Das ist die Streckenkarte vorher, weil es gab ja dieses Projekt der Streckenkarte letztendlich. Hier hat die Stadt Bautzen einfach nur wie ein Lageplan, kann aus dem Bebauungsplan sein oder aus dem Stadtplan, haben das quasi rauskopiert und dann musste man das eben einzeichnen irgendwie. Und das ist dann das Projekt mit den OSM-Daten. Es ist so, wenn ich jetzt drauf schaue, mir fallen schon wieder 100 Sachen ein, die man auch wieder anders machen könnte. Aber das ist das Schöne auch daran, weil es ein kreativer Prozess ist, dieses Kartenerstellen. Zielstellung war hier, ich konnte halt hier so einen weißen Bereich quasi freilassen für die Legende, für das Logo, für einen QR-Code, für den Maßstab. Und ansonsten habe ich hier die Farben, Land-Use-Farben noch ein bisschen angepasst, reduziert und einfach die Objektanzahl sehr minimiert. Also man sieht jetzt nicht, ist das nun Wald oder ist das Acker, aber das ist für die Streckenkarte letztendlich auch nicht so wesentlich. Das Fazit zur OSM-Datennutzung im QGIS ist folgendes. Projektgebunden finde ich es sehr, sehr besser geeignet, als mit topografischen Karten zu arbeiten. Durch die Attributierung in Verbindung mit Overpass Turbo oder Quick OSM Plugin kann ich einfach sehr selektiv abfragen schon. Also ich muss mich nicht mit der ganzen Vielfalt auseinandersetzen, sondern es mag Anwendungszwecke geben, wo ich vielleicht nur die Waterbodies brauche und dann frage ich das rasch ab und dann habe ich die. Vielleicht noch die Straßen dazu, andere Orientierungspunkte. Also für individuelle Lösungen ist dieser selektive Export, Overpass Turbo, ist ziemlich gut gelungen. Als Minuspunkt ist festzustellen, die Lösungssuche ist sehr zeitaufwendig. Also was ich hier in quasi 20 Minuten jetzt präsentiere, das hat in Echtzeit dann, ich weiß nicht, 80 Stunden vielleicht oder so. Ich habe alles wirklich durchgetestet, intensiv. Es ist schön, wenn man eine große Auswahl an Möglichkeiten hat, aber dann wirklich zu schauen, was ist das Geeignetste, das ist eine sehr zeitaufwendige Sache. Ich habe hier noch zum Abschluss die entsprechenden Links mit aufgeschrieben. Also gerade Stack Exchange ist sehr hilfreich gewesen. Und damit bin ich schon am Ende des Vortrages und stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Axel. Ja, du warst sogar 5 Minuten zu früh fertig, deswegen haben wir auch Zeit für ganz, ganz, ganz viele Fragen und hier vorne ist schon eine. Kannst du noch mal bitte auf die Seite 16 zurückblättern? Mich würde interessieren, Moment. Ja, genau. Ja. Jetzt. Du hast diese Linien für Fahrradfahrer, Kinder, Läufer, was genau. Weiß ich, so schön wie S-Bahn-Linien nebeneinander gelegt. Das ist wahrscheinlich von Hand gemacht, oder? Richtig. Kein Automatismus auch. Ja. Also es gibt im Style Manager insofern den Automatismus, dass ich einfach dort verschieben kann. Ich kann dort einen Versatz einbauen, aber ich muss natürlich dann letztendlich auf die erste Linie sozusagen die anderen Linien snappen.
Ja, und das ist eine Sache, die ich dann per Hand mache. Das muss man aber machen, ich snappe es, da wo es eigentlich dann aufeinander liegt, mit diesem Versatz kriege ich es halt schön aneinander gelegt. Okay. Ne. Dankeschön. Aber es ist auch zeitaufwendig durchaus, ja. Aber sehe ich weitere Fragen? Ja, mir ist auch keine eingefallen. Ja, ich kann vielleicht noch so viel sagen. Es ist ja oft so, die Streckenkarten sind von schlechter Qualität, ne? Und insgesamt habe ich heute schon mitgenommen auf der Konferenz, dass es durchaus den Bedarf gibt, auch herauszugehen und zu zeigen, was OSM auch kann. Na? Nur muss man wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, man muss erstmal das Bewusstsein wecken bei den Leuten, weil diese Laufveranstaltung zum Beispiel, das ist ein wunderschönes Beispiel, die schreiben seitenlang auf, wo ist die Information, wo kann ich parken, dann drei Straßen weiter, dort kann ich mir dann die Urkunde ausdrucken, schreiben das seitenlang auf, aber dass ich letztendlich da eine Karte machen kann daraus, die mehr sagt als 1000 Worte, das ist bei denen einfach nie verankert. Ja. Insofern muss man da erstmal ein bisschen Werbung machen und ein bisschen die Leute auch gewinnen dafür. Ne? Noch kurze Frage, wenn du den Zeitaufwand mit 80 Stunden nennst, das ich halte ich durchaus für realistisch, deswegen habe ich auch immer Angst vor solchen Aufgaben, weil ich auch viel mit Gemeinden und Sportveranstaltungen zu tun habe. Wie hoch würdest du es den Aufwand schätzen, wenn du jetzt weißt, wie das geht, um so eine Karte herzustellen? Ja, ich vielleicht die Hälfte. Also das ganze Experimentieren, das ganze Testen fällt ja weg. Wesentlich weniger. Ne? Ja, ja. Na gut, man muss ja auch rausgehen, das ist ja das Schöne daran, man muss ja rausgehen, das ganze Tracken, absprechen mit dem Orga-Team. Ne? Das zähle ich damit rein. Ne?